Hallo, guten Tag. Haben Sie zufällig Allgemeinwissen? Ein bisschen. Ja? Ja. Das reicht mir. Ich habe eine Frage. Ich habe sogar mehrere Fragen. Okay. Ich hoffe, Sie haben Antworten. Denke schon, ja. Dann bist du genau richtig bei uns in Sat.1. Perfekt. Wissen Sie, was ich mich den ganzen Tag schon frage? Nee. Wie buchstabiert man eigentlich Liebe rückwärts? E, B, E, I. Das wäre E, B, E, I, L. E-Bail. Ist, glaube ich, richtig. Ja, ist richtig, ja? Ist richtig. Liebe. Liebe, rückwärts. E, B, E, I, L. Richtig. Ich glaube, das sind Sie, ich merke, Sie sind überrascht. E-Bail. Das ist richtig. Danke. E, B, E, I, L. Das ist richtig. E, B, ja. E, I, L. Das ist absolut korrekt. War zu einfach? Schwer genug. Schwer genug, okay. Wer wohnt zusammen mit seinen tierischen Freunden namens Kleiner Onkel und Herr Nilsson? Boah, da bin ich raus. Herr Nilsson. Kleiner Onkel und Nilsson. Kinderbuch? Ich gucke keine Kinderfilme. Ja, aber wer wohnt denn mit dem zusammen? Katze vom Dach? Ja, fast. Ach, so eine Katze, glaube ich, oder? Was machst du auf mit der Toilette? Felix? Ach so, Pippi Langstrumpf. Richtig. Das ist Pippi Langstrumpf. Ja, sag mir was. Pippi Langstrumpf wäre es gewesen. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. Das ist Pippi Langstrumpf. Und das ist richtig. Ja. Ist schon länger her. Ist schon länger her? Ja, ist schon ein bisschen her. 5 Jahre. Oh, danke. Gerne. Ich bin ja hier der charmante Junge von Sat.1, ne? Nächste Frage. Wie heißt dieser Mann hier auf dem Foto und was macht er beruflich? Ich habe keinen Schimmer. Keinen Schimmer? Er ist Schauspieler. Ich glaube, der ist zu alt für mich. Ich habe ja nicht gefragt, ob du ihn daten willst. Schon mal gesehen? Ja, der Sänger. Er arbeitet für die Toten Hosen. Kann ich gut schieben? Das sieht aus wie Campino und der ist Sänger von den Toten Hosen. Ja, das sieht nicht nur aus wie Campino, es ist sogar Campino. Okay. Campino wäre es gewesen, der Campino. Ja. Campino wäre das. Campino. Campino, ne? Ja. Zu welchem Bundesland gehören die Inseln Borkum, Jüst und Norderney? Inseln bin ich, super. Welches Bundesland könnte es sein? Auf jeden Fall im Norden. Ja. Hamburg. Daneben? Mecklenburg-Vorpommern? Schleswig-Holstein? Bremen. Nochmal daneben? Och, nee. Welche Bundesländer gibt's denn da oben? Da bin ich sehr schlecht drin, muss ich sagen. Bundesländer. Saarland ist nicht im Norden, Niedersachsen ist nicht im Norden. Mecklenburg-Vorpommern ist ja im Osten. Sicher? Ja. Was haben wir da oben noch? Brandenburg. Ja, ist aber falsch. Ja, gut. Was soll ich da machen? Ja, richtig antworten. Lübeck. Lübeck ist, glaube ich, kein Bundesland. Zumindest Stand heute. Das wissen wir schon mal. Das ist eine Fangfrage wahrscheinlich, oder? Das sind alles Fangfragen. Die sollten zu Niedersachsen gehören. Niedersachsen? Niedersachsen. Und das ist richtig. Sag ich doch. Ja, stimmt, hatten Sie gesagt, ne? Wir können ja schneiden, wir sind ja im Fernsehen, ne? Sagen Sie einmal Niedersachsen. Niedersachsen. Zu welchem Bundesland gehören die Inseln Borkum, Jüst und Norderney? Niedersachsen. Sehr gut. Danke. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wenn Sie die richtig beantworten, sind Sie dabei in der großen Show? Ich wäre dabei. Was ist das hier? Das ist eine Frucht. Das ist eine Frucht. Das kann man auf jeden Fall essen. Das ist Gemüse. Ich sage jetzt einfach mal Papaya. Da muss ich sagen, Papaya, nein. Das ist eine Obst. Was ist das hier? Das ist eine Artischocke. Das ist richtig. Ja. Freuen Sie sich mal. Sie sind dabei. Okay, danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Yes.